What's good, YouTube? It's your boy 666 Flake. Was geht ab, Leute? Ich mal wieder hier direkt nach dem Letter Opening angesetzt. Zwei Karten, die ich mir auf eBay bestellt habe. Chronomaler Mahumech Ultra Rare 6 Euro und Alchemistische Magierin 4 Euro. Konnte man auch mal abgreifen. Jo, die habe ich gerade eben hier aus meinen Briefen geholt. Zweimal die gleiche Briefmarke, was für ein Zufall. Und wie gesagt, auf eBay bestellt aus der neuen Booster-Serie. Wollte ich ganz einfach haben. Mit Mahumech kann man ja auch eine relativ coole Kombo machen. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt schon auf LTCG gesehen habt. Wenn nicht, kann ich es euch mal zeigen. Also Magion erstmal beiseite. Mahumech. Der hat ja den Effekt, einmal pro Spielzug kann ich ein XYZ-Material von dieser Karte abhängen, um ein offenes Monster zu wählen, das dein Gegner kontrolliert. Füge deinem Gegner Schaden in Höhe der Differenz zwischen seiner Grund- und seiner derzeitigen ATK zu. Und falls du dies tust, erhält diese Karte ATK in Höhe des zugefügten Schadens. Soweit der Mahumech. Und zusammen spielt man den mit Minimut. Auf Englisch Mini Guts, cooler Name auf jeden Fall. Und Combo würde dann so funktionieren. Am leichtesten, denke ich mal, im Wind-Up-Spielbau. Hand wäre jetzt zum Beispiel High, Magier und Minimut. Und Voraussetzung ist, ist drüben auf der gegnerischen Seite ein Monster mit 1-9 Licht. Ist jetzt egal, was das ist, ob das jetzt hier so ein Graffa oder Sebesaurier oder Metal Dragon, BAS, wie auch immer. Auf jeden Fall kommt Magier. High-Effekt, speziell von der Hand. Magier aktiviert sich, sucht mir einen zweiten Magier und der High, der geht dann ganz einfach auf Rang 5 und ich kann für den zweiten Magier noch ein High-Spezial holen oder Aufziehsoldat vielleicht. Wird ja heute jetzt auch öfters mal gespielt im Wind-Up-Deck. Mache auf jeden Fall hier meinen Rang 5-Exit zum Mahumech und brauche dann noch neben Mahumech ein zweites Monster, wie zum Beispiel jetzt einen von den Magiern hier. Und die Miniguts, aktiviere ganz einfach Miniguts, Minimut. Biete ein Monster als Tribut an, um ein offenes Monster zu wählen, das dein Gegner kontrolliert. Seine ATK werden bis zur Endphase zu 0. In diesem Spielzug, wenn es durch Kampf zerstört und auf dem Friedhof gelegt wird, füge dein Gegner Schaden in Höhe seiner Grund-ATK im Friedhof zu. Biete Magier an. Wen schnappen wir uns jetzt hier? Wir wählen uns den Graffa, weil der wird uns sowieso in der nächsten Zeit öfters mal penetrieren. Graffa, auf ihn aktiviere ich jetzt Minimut. Biete wie gesagt Magier an. Graffa geht auf 0. Ich kann Mahumech-Effekt aktivieren. Klinke den Aufzieh-High aus. Er bekommt erstmal 3000 Schaden für Mahumech-Effekt. Mahumech bekommt 3000 ATK plus 5-4. Greift mit 5-4 diesen 0 ATK starken Graffa an. Das wäre eigentlich schon Game. Aber im Endeffekt würde der Gegner auch noch durch Minimut in der Endphase. Wenn er durch Kampf zerstört, dann auch nochmal 3000 Schaden verlieren. Also ich rechne das jetzt nochmal zusammen. 5-4 hat er, greift den an. Effekt vorher aktiviert, 3000 Schaden, sind wir bei 8-4. Wenn er dann nicht schon tot wäre, wären das jetzt 11.400 Schaden on board durch Mahumech und Minimut. Jo, das war's für heute, YouTube. Danke euch wie immer fürs Zuschauen, euer 666 Flake.